So schnell geht's. Gefühlt gestern war noch Sommer und heute steht die Adventszeit vor der Tür. Da darf natürlich eins nicht fehlen, Gebäck. Unser erster Veranstaltungstipp wird kulinarisch, denn hier in Edenkoben trifft Stollen auf den Wein. In der gläsernen Backstube Edenkoben wird fleißig verkostet. Geschmackssorten finden Sie hier einige. Von Cranberry über Apfel, Rosinen und Schoko bis hin zur Kastanie. Dazu noch die Adelsprägung. König Ludwig oder der Theresienstollen verleihen dem Ganzen noch eine gewisse edle Note. Zum vollendeten Genuss gibt's dazu noch eine Auswahl Pfälzer Weine. Und für die Kleinen natürlich Traubensaft. Klaus Becker ist der Chefbäcker und weiß, auf was es beim Stollen ankommt. Herr Becker, jetzt haben wir ja hier den Stollen, ist aber kein klassischer Stollen, so wie man sich den vorstellt, mit Rosinen, sondern was haben wir denn hier genau? Wir haben einen Wittelsbacher Stollen, der ist ganz lecker mit Mandel, mit Walnuss und Aprikosen. Das ist ein schöner Butterteig und das ist der Wittelsbacher Stollen. Unsere Stollen sind rings um die Wittelsbacher benannt und wir haben 14 verschiedene Sorten. Na, dann lassen Sie es sich schmecken. Kreativ geht's in Eberbach weiter und das für einen guten Zweck. Hier steht alles im Zeichen des Handwerks. 70 Aussteller bieten Ihnen zum Thema Advents- und Weihnachtszeit eine tolle Auswahl an Basteldekorationen aus Holz, Glas und Gehäkelten. Timo Grüber ist Gestalter des Marktes und der gute Zweck der Veranstaltung liegt ihm am Herzen. Was sind denn die besonderen Highlights bei dieser Veranstaltung? Ja, ein besonderes Highlight meiner Meinung nach ist, dass kein Veranstalter im Hintergrund ist, der in die eigene Tasche praktisch das Ganze macht, sondern der Lions Club Eberbach veranstaltet die Märkte, um den Erlös für wohltätige Zwecke einzusetzen. Das sind meistens Projekte hier in der Region. Zum Beispiel haben wir einen Wasserspielplatz hier in Eberbach finanziert oder auch unterstützen wohltätige Vereinigungen und Organisationen. Und es ist doch schön, an einer guten Sache beteiligt zu sein. Unser letzter Veranstaltungstipp ist in Mannheim und auch wenn es so aussieht, werde ich jetzt hier keine Kunststücke aufführen. Dafür sind die Profis zuständig. Manege frei für spektakuläre Akrobatik und atemberaubende Kunststücke. Im Zirkus Paletti werden die ausschließlich von Kindern und Jugendlichen aufgeführt. Und die sind ganz schön gelenkig. Die Probe ist schon im vollen Gange. Thilo Bender hat den Zirkus gegründet und weiß, was so hinter einer Vorführung steckt. Wie viel Vorarbeit braucht es denn, dass so ein Stück oder so eine Zirkusaufführung entsteht? Na, das ist fast ein Jahr Vorarbeit. Am Anfang wird die Geschichte erfunden und nach werden die Charaktere dazu entwickelt und geprobt. Das Ganze wird dann zum Schluss in die Zirkusartistik eingebunden, mit Licht- und Tontechnik geprobt. Die Kostüme kommen dazu, eine Schminke kommt dazu, sodass wir ja ein Gesamtkunstwerk zum Schluss dann auf die Bühne bringen können. Und jetzt nochmal alle Veranstaltungstipps im Überblick. In Edenkoben können Sie am Samstag von 15 bis 18 Uhr königlichen Stollen genießen. Tickets gibt's für 11 Euro. Alle, die Handgemachtes für die Advents- und Weihnachtszeit suchen, sind auf dem Kreativmarkt in Eberbach richtig. Der Eintritt kostet 2,50 Euro. Für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre ist der Eintritt frei. Und in Mannheim heißt es Vorhang auf für die Kids des Zirkus Paletti. Die Karten kosten 7 Euro für Kinder und 10 Euro für Erwachsene. Na, da steht ja einem Wochenende mit viel Kultur nichts im Wege.